Jingle bell, yo, was geht ab, Leute? Gidimidi Flow. Oh ja, Fraps ist hier. Ja gut, Leute, nicht ganz. Ich bin etwas erkältet auf jeden Fall. Und ja, Leute, ihr solltet mir auf jeden Fall mal einen Gesundheits-Like da lassen, bevor das Video hier beginnt. Würde mich auf jeden Fall ein bisschen aufmuntern. Aber Leute, ich würde sagen, bevor wir nochmal zum Solo-Money-Glitch kommen, es ist so, Leute, falls ihr ein paar krasse GTA 5 Undergolds benötigt, checkt den Link unten in der Videobeschreibung aus. Dort könnt ihr euch auf jeden Fall einen kaufen mit Bandschutz, alles drum und dran. Der Bandschutz ist gerade im Moment gratis, weil ja die Weihnachtszeit ist sozusagen. Und ja, geht hin einfach und gönnt euch auf jeden Fall ein. Ich würde aber sagen, Leute, wir kommen zum Solo-Money-Glitch. So, Leute, kommen wir auf jeden Fall zum Glitch. Und zwar, Leute, müsst ihr hingehen, müsst als erstmal in GTA auf die Optionen. Dort müsst ihr die Spielersuche auf offen stellen. Habt ihr das Ganze jetzt gemacht, geht hier hin, geht auf Rennen von Rockstar erstellt und startet das Rennen auf der Rennbahn. Entweder nehmt ihr eine Einladung an von irgendeinem Typen, der euch eingeladen hat, oder ihr startet es einfach selber. So, im Normalfall, Leute, spawnt ihr in einer Lobby und dann sind die Lobbys halt fast ganz voll. Falls da nur so 6-7 Leute sind, geht einfach raus und sucht die Lobby neu. So, ihr könnt ja sehen, ich habe hier gerade sau viele Leute drin. Was ihr jetzt tun müsst, Leute, ihr müsst einfach abwarten, bis das Ganze hier startet. Dann wählt ihr das Fahrzeug aus, was ihr haben möchtet. Jetzt wettet ihr 10.000 GTA-Dollar auf euch. Sobald das Ganze dann startet, ihr in diesem Bildschirm seid, haltet ihr euch fest. Ihr müsst jetzt warten, Leute. Sobald ihr euer Fahrzeug seht, geht ihr hin, geht auf die Einstellungen, Datum und Uhrzeit Einstellungen. Dort geht ihr auf Datum und Uhrzeit Einstellungen, manuell einstellen. Dort stellt ihr den Monat einfach einen Monat vor. So, habt ihr das Ganze jetzt einen Monat vorgestellt, geht ihr wieder sofort zurück in GTA. Ihr könnt sehen, dass GTA ein bisschen verbuggt ist und ein bisschen hängt. Ihr wartet jetzt einfach, das dauert manchmal 20 Sekunden und jeder wird die Lobby verlassen. Hat jetzt jeder die Lobby verlassen, Leute, seid ihr Erster und gewinnt sozusagen das Rennen. So, habt ihr das jetzt nämlich gewonnen, werden wir jetzt gleich sehen, dass wir rechts unten bei Wettgewinne über 150.000 Dollar stehen haben, Leute. Manchmal kann man sogar Glück haben und man kriegt einfach 1 Million GTA-Dollar, Leute. Also da muss man echt mal ein bisschen rumprobieren und das einfach dauerhaft machen, weil manchmal hat man Glück und die Lobbys sind so göttlich, dass jeder wettet, da kriegt man so viel Geld, Leute. So, Leute, im Grunde war es eigentlich auch schon hier zu diesem Glitch. Was ich aber noch sagen muss, Leute, bei dem Glitch kann es sein, dass wenn ihr das 4-5 Mal macht, dann kann sein, dass GTA abstürzt. Sobald GTA abstürzt, Leute, müsst ihr die Uhrzeit wieder auf normal einstellen, weil wenn ihr sie nicht auf normal einstellt, kommt, wenn ihr in GTA Online reingeht, dass der Rockstar Social Club Service down ist und dann könnt ihr den Glitch nicht machen. Und ja, wie gesagt, Leute, im Grunde war es eigentlich auch schon hier dazu. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Und Leute, wie gesagt, lasst mir auf jeden Fall mal ein Gesundheits-Like da, damit es mir mal ein bisschen besser geht, Leute. Und ich würde dann mal sagen, ich werde dann eigentlich raus, Leute. Haut rein, geht mit dem Flow. Euer Fraps. Ciao.